Ja, hallo und willkommen beim zweiten Teil von meinem Let's Play von Warcraft 2, dem Echtzeitstrategie. Ja, es ist fast immer langweilig, hier es immer als Juwel zu bezeichnen, aber mir fällt einfach kein besserer Begriff ein, weil es ist einfach wundervoll. Die Musik ist hervorragend und so viele kleine Details, also ich bin begeistert. Die Elfen hören sich da ein bisschen arg schwuchtelig an, also jetzt hier nichts gegen Schwule, aber dieses ich denke, da werden alle mit mir übereinstimmen, dass ich das ein bisschen nichts wie weg. Oh. Und es ist natürlich kein Schaf, sondern eine Robbe, aber das macht nichts. Und wer Warcraft 2 gespielt hat oder auch Warcraft 3, der weiß, was jetzt kommt. Halt! Man muss ein bisschen Geduld mit... Also wenn man es übertreibt, dann explodieren die einfach. Und hier bereits in der zweiten Mission können wir hier mit Zerstörern herumfahren. Schon unterwegs! Sie greifen uns an! Auch nett hier, diese Sinken-Animation. Wunderbar. Schon unterwegs. Ja? Na komm. Okay. Dich lassen wir hier jetzt auch gleich noch ein bisschen Gold abbauen. Nächsten Arbeiter geben wir ihn auf. Was? So immer noch zu wenig Nahrung. Man kann es kaum für möglich halten, aber gut. Schon unterwegs. Wir haben hier ja auch einige Einheiten mit an den Start bekommen. Da kann man das mal irgendwo ein bisschen verstehen. Muss ich bloß immer in die Karte klicken, wenn ich irgendwo hin will, weil wenn ich jetzt scrollen anfange, dann ups, bin ich wieder ganz woanders. Ne? Und zum Glück schießt er jetzt hier auf unseren anderen Zerstörer, der noch unbeschädigt war. Ja, weswegen sich da der Schaden ein bisschen schöner verteilt. Na komm. Ich glaube, es hat auch jede Einheit wie diese Robben, also in Anführungszeichen Schafe, so eine, ja. So ein Sound der Verärgertheit symbolisiert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf die Soldaten klicke und das immer wieder mache. Jetzt entscheide dich! Aber es geht noch weiter. Hast du kein Königreich zu regieren? Ich bin schon beschäftigt. Komm zur Armee, haben sie gesagt. Komm zur Armee, ja. Sieh dir die Welt an, haben sie gesagt. Sieh dir die Welt an, haben sie gesagt. Ich will lieber segeln. Ich will lieber segeln. Ja! Ist das geil, die ganzen alten Sprüche. Sie wünschen. Oh, sofort. Tralala. Ach ja, immer noch zu wenig Nahrung. Komm, da kommt gleich noch ein zweiter Hof dazu. Man kann im Übrigen die Ausbeute an Ressourcen auch erhöhen, indem man die besseren Gebäude dazu baut. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier eine Sägemühle direkt neben den Waldrand baut, dann kriegt man, glaube ich, je abgebautem Baum oder was, nicht 100 Holz, sondern 110 oder irgendwie so war das, glaube ich. So. Produktion und Verbrauch. Also Produktion ist immer noch deutlich höher als der Verbrauch. Aber auch das macht nichts. Wir stellen uns jetzt einfach hier. Halt keinen Hof, wir wollen ein Sägewerk. E und S. Alles klar.
Während der hier beschäftigt ist, führen wir unsere Einheiten hier mal ein bisschen. Aha, gegen einen Troll. Na, das war doch schon mal gar nicht so schlecht. Drei gegnerische Einheiten. Aha. Jetzt gib mal dem Turm hier ordentlich aufs Dach. Und die Trolle, wie man hier sieht, sind die orkischen Fernkampfeinheiten. Und oh, was natürlich fies ist. Joi, joi, joi. Da wird das mit dem Gescrawle hier dann doch allmählich zum Problem. Und ich glaube, hier oben kommt jetzt dann noch irgendwo ein Turm. Oh, da sind es schon die... Na kommt, geht ihr mal hier ein bisschen weg. Damit hier die Nahkampfeinheiten auch auf den Mauerabschnitt eindreschen können. Juhu! Dann nichts wie runter hier. Sind die jetzt ein bisschen stärker? Nee, die sind auch ganz, ganz normale Einheiten. Genau, man konnte nicht mehr als 9 Einheiten gleichzeitig auswählen. Aber das ist ja, glaube ich, hier gar kein Problem. Man musste nur einen Bogenschützen hier, der Elfen von Silvermoon, in den Leuchtkreis führen, um die Mission abzuschließen. Und genau das haben wir geschafft. Mission 2 wird gespeichert und wir sind ein Pächter. Ja, das scheint schon mal besser zu sein als ein Leibeigener. Ah, und wir haben auch nicht alle Gebäude anscheinend abgerissen und auch nicht alle Einheiten zerstört. Mhm. Ach nein, Unfug. Der Blackrock-Clan hat nur 13 unserer Einheiten zerstört, allem Anschein nach, und wir 19. So rumläuft's. Wir haben natürlich alles kaputt gemacht. Sehr, sehr toll. Aus Dankbarkeit für die Errettung der Elfen hat der Rat von Silvermoon den Beschluss verabschiedet, die Streitkräfte von Quel'Thalas mit denen der Allianz von Lordaeron zusammenzulegen. Ah. Eine mächtige Flotte von Zerstörern wurde von den Elfen als Zeichen ihrer Bündnistreue auf den Weg geschickt, um Lordaeron zu schützen. Hervorragend. Die Ankunft dieser Schiffe hat Daelin Proudmoore, Lord von Kul Tiras und Großadmiral der Flotte von Lordaeron, die Errichtung von Anlegeplätzen nahe der Ortschaft Southshore angeordnet. Sie haben dabei mit größter Eile vorzugehen, da die Horde angeblich bereits über einen geheimen Stützpunkt unweit des Festlandes verfügt. Oh, das erinnert mich doch gleich wieder an etwas. Moment. Und zwar, wer kennt's nicht? Moment. Ja, da habe ich ihn doch. Einen kleinen Moment. Mal schnell den Lautstärke-Mixer ein wenig bemühen. Verzeihung. Bei einer Explosion auf einer Entschuldigung, so etwas ist mir noch nie Ölbohrinsel. Ja, wie diese dritte Mission jetzt abläuft und ob wir es wirklich schaffen, alle Ölbohrinseln zu errichten, das zeige ich euch auch wiederum im nächsten Teil, im dritten Teil von Let's Play Warcraft 2 Tides of Darkness. Bleibt mir treu und bis gleich.